Gurk. Freunde, und willkommen bei Max Workshop. So, wir sind wieder am Gange hier. Also, wir haben schon letztes Mal angefangen damit. Wir haben jetzt mit einem Gurkentrecker diesen Trabant hier reingezogen. Das ist ein Trabant von 1968. In meinen Augen deswegen was ganz Besonderes. Das ist ein 71er, dieser hier zum Beispiel. Den mache ich jetzt gerade fertig. Das ist ein 68er. Original Scheunenfund. Und wirklich auch so, wie man die so kennt. Ne? Der stand in dieser Schrauberhalle da Ewigkeiten rum. Und keiner hat sich rum gekümmert. Und davor hat sich gar keiner rum gekümmert. Also zwischen Müllbergen stand der und ja, jetzt ist er halt hier. Ne? Ich habe ihn günstig bekommen, aber ist halt so ein Ding, wovon keiner was weiß. Das heißt, keine Papiere dabei, das Ding stand Ewigkeiten irgendwo rum und keiner weiß halt, wie das, was damit gewesen ist irgendwie. Und wir müssen mal kurz schauen. Also wir gucken jetzt mal das Auto erstmal durch, also erstmal ein Zeug, was drin liegt. Einmal haben wir diese ominöse Heckscheibe gefunden, wie gesagt, hier Kommentare, wer das weiß. Diese gerade Heckscheibe, steht VW Audi drauf. Ich würde sagen 32B Kombi, Passat. Ich bin mir nicht ganz sicher tatsächlich. Ich muss immerhin sagen, was ihr meint dazu. Ja gut, auf jeden Fall. Besonderheiten von dem Modell ist, seht, der hat ziemlich helle Türdichtungen. Das ist relativ selten bei dem Auto, dass die noch erhalten sind. Haben die echt so gehabt, diese 68er, 67er, war die erste Baureihe von 601. Und die hatten halt ein paar Besonderheiten, ne? Die alten Modelle, diese Chromgriffe, das Armaturenbrett mit Handschuhfach, der war schon ein bisschen luxuriöser. Man hat halt gemerkt, dass zu der Zeit, wo dieser Wagen gebaut wurde, die DDR noch ein bisschen, wie soll ich sagen, die war noch ein bisschen reicher, da war noch ein bisschen mehr Kohle hinter. Warte, ich kann euch mal ein gutes Beispiel zeigen, das ist eigentlich relativ lustig. Pass mal auf, ich zeige euch mal den Abschlepphaken von dem Trabi von 1968. So, 1968er Abschlepphaken, so dick, seht ihr? So fett sieht der aus, okay? Jetzt gehen wir mal weiter und gehen jetzt mal zum nächsten und gucken mal, wie bei 601 von 1989 das gelöst ist und wie dick der da ist. Ein paar 80er Exemplare stehen, zwei Stück. Ne? Also die Gurke ist ein 89er, der von Ingo ist ein 87er, der Fiete, der alte von Ingo. Aber kommt das gleich aber raus. Guck mal, Abschlepphaken von 1989 sieht so aus. Da, guck mal. Merkt ihr, dass sich da einiges in den Jahren getan hat? Auch in der Verarbeitungsqualität und keine Ahnung was. Man merkt halt, das Auto ist entstanden zu Zeiten, wo es in der DDR schlecht gegangen ist. Das erste Auto, der 601, der allererste, den wir stehen haben, den 68er, der ist entstanden, wo es in der DDR gut gegangen ist. Da haben sie aber Material ganz schön gespart später. Junge, Junge, auch mit der Blechdicke und sowas. Sehr spezial. Deswegen rosten die auch wie Teufel. Und die ganz frühen Modelle sind meistens vom Blech her ein bisschen besser als die anderen, weil die bessere Bleche gehabt haben. Allgemein. Sehr interessant. Aber jetzt mit System. Wir machen einen ganz groben Check-up. Also irgendwer hat auf jeden Fall schon mal Arbeit in dieses Auto reingesteckt, bevor es abgestellt wurde. Also es soll 8 Jahre in der Ecke gestanden haben, wo wir es herhaben, in dieser Halle. Das ist doch gar nicht mal so mega lange tatsächlich. Wir haben schon schlimmere Kandidaten gehabt. Und der Motor soll dann auch noch gelaufen haben. Also schon mal ein guter Anfang. Fakt auf jeden Fall ist es sehr, sehr feuchter gewesen, wo der Wagen gestanden hat. Das heißt, es ist natürlich ein Problem. Kann natürlich doch einiges an Rost entstehen. Merkt ihr in den festen Bremsen. Ihr merkt das am, wenn wir Pech haben, festen Motor. Ne? Gucken wir gleich mal eben. Ist so einiges dran. Auf jeden Fall seht ihr hier die Reifen, die Radialreifen da drauf. Die gehören eigentlich gar nicht drauf. Die sind hier vom Deluxe eigentlich. Ich glaube, der an dem Bürger hatte nicht mal Radialreifen. Auf jeden Fall hat er welche. Dieser hier. Was auch ganz cool ist. Und die Reifen sehen gar nicht mal so schlecht aus. Die will ich gleich noch fahren. Die sind auch nicht mal porös. Also schon mal ein Indiz dafür, dass einer mal dafür neue Reifen gekauft hat für das Ding. Ne? Lampe ist perfekt. So. Würde ich sagen, wir fangen mit dem Innenraum an und dann gehen wir mal über den Kofferraum, räumen den ganzen Scheiß, wenn der ist, auch noch raus, der da drin ist, und so gucken, was da drin ist. Allgemein so, weil der Wagen so erstmal ins Museum, weil ich ihn jetzt noch nicht fertig mache, weil ich gerade den restauriere da vorne. Und hier, da draußen war halt den blauen noch stehen. Warum soll ich mit dem 68er anfangen? Wäre Schwachsinn. Und ich will euch auch nicht mit Trabant-Content tuthauen, ne? Weil ich will auch gerne mal ein anderes machen als der Trabi. Ich glaube, wir haben jetzt 7 Trabi-Videos durch. Wenn Roadtrip mitrechnen, haben wir jetzt 30 Trabi-Videos durch. Muss man immer ein bisschen Abwechslung in den Puff wieder bringen. Egal, komm, wir schauen mal eben. Also erstmal die Sitze sehr verschimmelt. Ne? Fahrersitz geht noch, Beifahrersitz ist sehr, sehr schimmelig. Auch vom frühen Modell die Sitze, seht ihr, die sind noch sehr, sehr einfach mit so einem Federkern, ganz speziell. Und scheinbar sind alle Fehlteile von dem Auto im Auto. Das ist schon mal ganz gut. Guck ich mal hier rein. Teppich alles original. Rostmäßig können wir mal einen kleinen Blick da unten schmeißen, eigentlich wie der unter aussieht. Gut, sehr, sehr gut. Oh, der hat nix. Der ist wirklich gut vom Blech hier. Einen Feuerlöscher haben wir. Der hat noch hier Erich Honecker mit, den gab es noch gar nicht zu der Zeit. Der hat noch irgendwer, ich weiß auch nicht, wer damit gelöscht hat. Aber den werden wir ausbauen. Mit dem können wir nächstes Mal anfangen. Der ist Schrott. Ne? Hier, Lichtschalter, die alte Ausführung aus Bakelit noch. Nee, Scheiben, ey, guck mal, nur einen auskennt er nur. Der hat gar keine Stufen, nur einen aus.
Lichtschalter, Standlicht. Die Schalter klingen so anders, ne? Krass. Muss man nicht beim 80er hier reindrücken und dann drehen? Nö, nee, nö. Nee. Was ist das denn für ein Schalter hier? Das ist ja ein ganz komisches Ding. Das ist ein Zigarettenanzünder, aber den kriege ich gar nicht rausgezogen. Auf jeden Fall biegt der ganz schön schnell krumm. Achso, das ist ein Zigarettenanzünder, glaube ich. Ich glaube, ein Zigarettenanzünder. Mit so einem Bakelit. Guck mal, ganz niedlich. Ganz cool gemacht. Die DDR-Rula-Uhr, die kaputt ist. Schade, die ist nämlich ziemlich geil, die Uhr. Oh, ich Ölwerk heute, Alter. Mir ist so warm. So, hier. Videos am Limit, Jungs. So, haben wir hier noch. Guck mal, auch die originalen Einstiegsdichtungen noch. Von 68, diese hellen. Feste gammelte Sonnenblende und klingelnde Telefone auf dem Samstag. Oh. Hallo? 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 Oh. Nee, das war hier, weil ich zwei Autos inseriert habe. Callcenter von irgendwie so ein Scheiß. Hast du immer mal. Da hat man so einen Hintergrund. Nochmal, konnt ihr mal zurückrufen. Da hat man so im Hintergrund gehört, die anderen Leute, die... Ja, Callcenter, hast du gehört, ne? Euro 4-Leute da. Ja, wie, hat er keine Euro 4 Liter, weil ich den Volvo inseriert da hinten habe für Export. Das sind die alle am Hals. So, weiter geht's im Programm. Spiegelglas habe ich schon wieder reingelegt, das hat gefehlt. Breiter Deluxe-Spiegel, der Spiegel Deluxe hat einen breiteren Spiegel damals, den komisch ist aber so. Gurte ohne Rollen hatten die früher gehabt. Hier ist eine alte Steckdose. Boah, der Beifahrersitz, der ist aber so hardcore. Obwohl, ich glaube, der geht noch. Dann kriegen wir wieder hin. Der Plattenspieler ist geil. Ey, das ist ein Dual. Der ist gar nicht mal so scheiße. Aschenbecher. Weißt du, was ich hoffe? Der ist geil, der Aschenbecher, ne? Und benutzt. Weißt du, was ich hoffe? Dass wir Papiere hier drin finden in dem Auto. Ist ja cool. Mach mal liegen. Oh, hier, guck mal. P70, Peilstab. Trabant P70. Ja, das ist hier P50, P70. 32 Liter. Ja, das ist ja der Hammer. Aber das ist wieder eine Rarität, was wir gefunden haben hier. Ich sag, das ist fein, ist das wirklich so ein Ding? Das ist, schon blick mal aufs Dach drauf, den müssen wir uns aufheben. Das ist der geilste Peilstab. Haben wir hier noch den Dual-Plattenspieler, gucken wir uns den mal eben an. Deckel ist schon mal oben im Arsch. Der ist doch gar nicht mal so kacke. Nadel ist auch dran, oder ist Nadel weg? Da eine Nadel. Der geht locker noch. Schaltplatte haben wir hier. Schaltplatte haben wir. Ja, ich habe einen Plattenspieler hier tatsächlich. Aber hol den mal raus, da. Der muss schon mal sichern. Pack den auch mal aufs Dach. Das ist schon mal geil, dass wir einen schönen Dual haben. Einen Ersatzplattenspieler, wenn der funktioniert. So, machen wir weiter. Hier Papiere. Ach, scheiße, aber nichts. Aus Lauenthal kommt der. Das kann ich mal so lang. Hier, guck mal. Hier! Von 2012! Ein Beleg! Ich will die Adresse mal verstecken, aber. War er bereits über PayPal bezahlt? 1 Euro. Netto Warenwert 11 Euro. Federtellerersatz, Bolzenseitenlage, Bremsleitung für Multicar. Also, irgendwer, wenn man mit Ostkram macht, schon mal sehr interessant. Günther Hofmüller GmbH. Karat unter Lebensgruppe. Schmeiß mal oben drauf. Was haben wir hier noch? So ein Heckstück von Nuka 3310 oder sowas. Das ist auch geil. Warum nicht? Oh, komm, hier müssen irgendwo Papiere sein. Aber ich habe schon mal eine Adresse, die ich nachtelefonieren kann wegen dem Auto. Weißt du, wenn die Adresse, die Tante noch in der Adresse existiert, dann hat die Papiere noch für den Wagen. Das wäre der Hammer. Hier, die brauchen wir auch. Das ist die Batteriehalterung, die gibt es auch noch. Das ist schon mal schön. Das ist ekelig und nass. Hier ein schöner Schwamm in Form von Patrick Star. Eine Zündkerze von, welcher Hersteller ist die? Beru. Guck mal, wie gammelig die ist oben. Die kannst du nicht mehr gebrauchen. Schade eigentlich, die war mal so abgestellt worden. Das ist hier eine Riemenscheibe, die man nicht so ein Trabi dazugehört. Hab ich doch da mal einen Sitz. Ein Luftfilter. Der Sitz ist groß. Muss aber mal aufstehen. Da ist noch mehr unter. Ich glaube, da ist noch der Deckel drauf für den Luftfilterkasten. Mal schauen. So, ich hab den Scheiß raus. Hier ist noch der Deckel für den Luftfilterkasten. Das ist schon mal schön. Ja, die alten hatten noch so einen langen Rüssel gehabt. Die späteren, die hatten einen kürzeren gehabt. So, Radkappen und so müssen einer nachher wieder drauf machen fürs Museum. Sieht geiler aus.
Deshalb packen wir die erstmal auf den Kercher hier drauf. Was hast du in der Hand? Weißt du das? Keine Ahnung. Was denkst du, was das ist? Keine Ahnung. Das ist ein Fehlteil, bei dem Auto fehlt. Für den Motorraum? Nein. Guck mal auf die Schaltung. Ja, stimmt. Steck mal drauf, dann haben wir den wieder vollständig. Das ist der Schutz für die, das ist der Griff für die Handschaltung. Aus irgendwelchen Gründen auch immer haben die ihn, glaube ich, gekürzt. Siehst du? Ja, schön! Noch vollständiger! Alter, soll ich mal was sagen? Der Wagen gefällt mir immer besser, von Moment zu Moment. Vom Zustand her gefällt er mir erstaunlich gut. Aber geil, ich habe eine Adresse gefunden. Das ist schön. Vielleicht kann ich ja wirklich herausfinden, wie da wohl die Papiere für den Wagen irgendwie ordern. Das ist natürlich cool. Ich dachte, die Leute schon von der Erde sind. 2013? 2012 von der Rechnung? Glaube ich nicht. Ja, vielleicht sind die Leute schon. Ja, kann sein, dass die alt sind, ne? Guck mal, hier haben wir auch einen Originalplanmann-Ersatzrad von der DDR. 88 DOT Schmutzlappen. Ist alles nass hier drin. Die Jungs haben ihn leider die letzten drei Wochen nicht so ganz geil gelagert. Hier. Ein Lichtschalter und so. Rechts. Ja, und hier sind Simson-Teile. Guck mal. Simson-Kettenschlauch. Hier von dem Kennzeichenhalter, der hinten dran ist. Das Plastik da unter. Das sieht auch nicht so alt aus. Irgendwie ein altes Hemd. Der Flexscheibe, die ist fast noch gut. Noch ein Kettenschlauch von der Simson. Warndreieck. Also, ey, ich sag dir eine Sache, Justin. Wenn das Ding 2012 noch gelaufen hat, dann wird der jetzt auch laufen. Ganz sicher. Ich mach den Motor mal drehen. Haben wir hier noch irgendwelche Zündkabel. Hier ist noch eine Auspuffhalterung. Hier ist ein Rasenmäher. Ein Rasenmäherblatt. Das ist gut. Hier ist original Bordwerkzeug, guck mal. Das ist original Bordwerkzeug. Ein Verbandskasten, Marke NVA. Hier ist Golf 2. Alles Golf 2 Schalter. Hier Ford. Ford Relais, das ist auch Ford hier. Das ist auch Ford. Fiesta ist das. Und das sind alles so Benzinpumpen-Relais. Oh, hier, guck mal, Golf 1, Heckscheibenheizungsschalter. Das ist alles voll Metall. VW-Teile. Hier ist ein Lack. Hier ist eine Heckscheibe drin. Langsam geht's auf, ne? Schön wäre es, wenn hier noch ein Warmblinkschalter gewesen wäre für den anderen Trabi. Noch ein Radlager drin. Drei Radlager drin. Also schon mal nicht schlecht, die Ausbeute, ne? Aber ich glaube, sonst haben wir keinen Schneller hier dran liegen, hier hätten, ne? Also das Bernsteinzimmer haben sie auch nicht in diesen Trabi versteckt. Lass mal im Motorraum gucken. Der ist sehr interessant, ich habe schon mal einen Blick reingeschmissen. In der Beifahrertürpappe ist nichts drin, ne? Guck mal da mal rein, bitte. Ich hab's ja verpassen hier. Ja, ein bisschen doof. Nix. Nix? Okay. Eine Motte brauchen wir nicht. Aber das passt zum Auto. Emblem fehlt vorne. Hier ist der Motor. Ist ein 26 PS Motor, sieht man an der Motornummer schon mal. Also ist schon mal ein neuerer Motor, der geht nicht auf. Ich hoffe, der ist rostfrei von innen. Gucken wir gleich mal nach, müssen wir eine Zange aufmachen. Pass mal auf. Das erste, was ich gesehen habe bei diesem Motorraum, was mich sehr interessiert hat, ist folgendes. Siehst du die Box hier? Ja. Steuerteil. Also elektronische Zündung nachgerüstet. Und auf 12 Volt läuft die Kiste. Das heißt, die haben den schon auf 12 Volt umgebaut. Der hat eine 12 Volt Anlage drin, was schon mal sehr, sehr geil ist. Weil dann ist der Motor identisch, wie die anderen Motoren, die ich alle habe. Heißt, kein Originalmotor, kein 23 PS, sondern 26 PS Motor. Ich würde mal sagen, Originalität schade, aber ich finde den 100 mal geiler, den Motor. 100 mal geiler. Als diese Unterbrecherscheiße. Hier, Lichtmaschinenregler ist noch drin, aber nicht mal angeklemmt, weil den brauchen sie nicht mehr. Er hat wahrscheinlich einen internen Regler, eine neue Lichtmaschine. Heizung ist noch original von dem alten Modell. Mit diesem Schlauch, dem alten Mischer. Heißt Mischer, da hat er nur Heizung. Nee, hat er gar nicht. Der Frischluft geht über den Schlauch hier. Das fehlt aber. Das fehlt. Ja, aber was ich schon vorher gemerkt habe, was ich euch natürlich jetzt nicht spoilern will, der Motor ist fest. Ich kann den Motor nicht drehen. Ich kann nur das Lüfterrad ein bisschen wackeln, das war's. Die Frage nur ist, was ist fest an diesem Motor? Ist der Motor selber fest oder ist die Lichtmaschine fest? Weil die Lichtmaschine, wenn wir mal die gute Adrian-Fortbank mal weiterschieben, die sieht nämlich nicht so geil aus. Sehen wir da ein Lämpchen? Zeig doch mal eben. Weil die hat nämlich schon Hardcore-Flugrost angesetzt und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die nicht will.
dass die nicht dreht und dann für den Motor deswegen fest ist. Weil der Motor schon vor 8 Jahren gelaufen hat, ne? Ja, deswegen, vor 8 Jahren, ich glaube auch nicht, dass das Schrott ist. Sonst die alten Vorderachsen, die man noch abschmieren kann. Fahren wir so gurkig, die Eier immer so beim Fahren, aber sonst soll's. Da sind die Bremsleitungen noch, die alten Bremsleitungen, original sogar, diesen roten Strichen dort drauf. Hier sieht man auch schon diese hier, dass die Kabel von der elektronischen Zündung. Hier sieht man meinen Abflapphaken mit Seil. Auto ist auch nicht durchgerostet, aber der Gesamtzustand von dem Auto ist erstaunlich gut dafür, dass wir den so aus dem Scheiß geholt haben. Und die Reifen, die würde ich halt noch fahren, die gehen für meine Verhältnisse, gehen doch klar. Farben mal mit roten Kennzeichen, ohne TÜV, weil wir gegen nur ein bisschen zu probieren, wie er fährt, sind ja vollkommen in Ordnung. So, was machen wir denn jetzt? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, du brauchst eine Rohrzange für. Ich hol mir eine Rohrzange. Komm erstmal in den Tank rein, wie der aussieht von innen. Was meint ihr? Ist der hier Tank verrostet von innen? Ich hoffe, dass er vollgetankt ist. Ist ja kein Rost drin. Weil der hat nicht so viel Feuchtigkeit abgekriegt. Am Anfang war er trocken und das letzte halbe Jahr hat er nass gestanden. Deswegen hat er ein bisschen den Zustand abgenommen. Gucken wir mal. Ach. Und eine Rohrzange ist zu klein. Guck mal, fehlt ein Zentimeter. Scheiße. Ich hatte ihn. Guck mal, wie schrott ist der Tank von innen. Dann schaut er, wenn er kaputt ist, weil er nämlich ein relativ seltener Tank ist. Weil er hat den Tankstürzen hier und er hat noch diesen Anschluss oben noch nicht. Und wir haben ein bisschen dreckig, aber rostfreien Tank. Seht ihr das Stück drin? Das ist gut. Guck mal da rein. Da ist kein Rost drin. Der sieht gut aus. Das sind doch keine Stücke. Das ist ein super Tank. Ja, perfekt. Schon mal wieder eine Sache mehr, dass es funktioniert. So, dann muss ich gucken. Ich kann mal diese Zange von gerade noch, diese kleine. Hast du die noch hier liegen? Ich will hier mal kurz einen Lüfter für eine Lichtmaschine einhaken und mal gucken, ob ich Lichtmaschine drehen kann damit. Gute DDR-Zange. DDR? Nö, das. Nö, VBW. Hornbach. Nicht VEB. Bist du mal nah dran? Nee, ich habe also eine ähnliche, aber mit DDR draufstehen. Also GDR. GDR, German Democratic Republic. Republic. Die Maschine ist auf jeden Fall fest. Was sollen wir jetzt machen? Wir nehmen uns einfach einen schönen Seitenschneider aus meinem ein. Und dann schneiden wir den Keilriemen einfach mal durch. Und dann gucken wir mal, ob der Motor dann dreht. So, öffnen wir den Keilriemen ab. Der ist eh Schrott. Der ist überlagert. Oh. So, jetzt haben wir den schon mal ab. Die Maschine ist fest. Ja, die ist festgegammelt, definitiv. Lüfterrad, ist das noch freigängig? Wo ist denn das überhaupt? Das ist noch freigängig. Lüfterrad ist okay. Muss ich den Keilriemen eigentlich noch runterziehen können, oder nicht? Das ist überall festgewachsen. Durch Feuchtigkeit. Also wenn das Lüfterrad dreht, dann ist der Motor nicht fest, oder? Nee, das Lüfterrad ist ja frei, ne? Der Keilriemen hat ja beides verbunden miteinander. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken. Wir können den Motor jetzt nicht so einfach drehen. Weil wir haben nicht die Möglichkeit jetzt. Dann drehe ich immer hier am Lüfterrad und fertig ist. Dann müssen wir hier, vielleicht können wir ihn hier unten drehen, an der Riemenscheibe. Kommen wir ganz schlecht dran. Ich würde mal sagen, wir drehen mal eben die Kerzen raus und leuchten mal eben da rein. Ja. Das ist die Idee. Aber das gute mitgebrachte Werkzeug. Das ist das Beste. Die Kerzenstecker sehen besser aus wie die von der Gurke. Alter, wie angegammelt die Kerzen dann schon aussehen. Das kann nur perfekt sein. Das ist doch die gleiche Leche-Scheiße. Die Kerzen sind schon mal locker, die hier drin sind. Die haben auch nur mit der Hand reingedreht. Wer weiß, hier wird der Wagen vom Vorjahr fest. Alter, mir juckt echt den Finger, mit dem Typen mit der Tante mal anzurufen, die da auf der Rechnung zu stehen. Ne? Wenn es die noch gibt, da. Den mal Telefonbuch wälzen. Kerzenbild sieht okay aus. Bin ich gespannt. Mal Lämpchen. Ich sehe schon mal keinen Rost. Wenn wir Glück haben, ist er nur verkokt, der Motor. Jetzt mal ein bisschen Öl reinfüllen. Und dann versuchen wir den Motor langsam durchzudrehen. Wenn der dreht, dann wird er auch laufen. Das ist ein Trabant. Die laufen immer, wenn die drehen. Ich habe letztens ein Video geguckt von einem von den Apelschrauber. Kennst du den? Ist das nicht so eine Frau? Nee, ist das ein Typ oder nicht? Bin ich ganz sicher. Das ist ein Typ. Lange Haare.
Ich kenne nur so ungesunde Tone. Der hat auch so eine Ape gehabt und die lief Ewigkeiten nicht und hat die mit Bremsenreiniger ertrunken, ohne Öl. Ich denke, oh, da hab ich sogar fast einen Kommentar geschrieben, wie die ganzen Flugscheiße bei mir mehr. Ich hau noch ein bisschen Ballistol rein, einfach, was soll's. Oh. Weil ich glaube, so, es gibt niemals den richtigen. Der richtige Weg ist, den Motor zu regenerieren. Den jetzt zu zerlegen, weil wahrscheinlich hat der Kuppel von der Flugrost. Kommt ja gar nichts raus. Ich spule da rum, wie blöd, da kommt nichts raus. Schön da rein. Hast mir zu wenig, da muss mehr rein. Da muss irgendwas, was ich da richtig reinköppen kann. Zweitaktöl am besten oder irgendwas. Das ATF-Öl. Bisschen nah dran, das ist Öl für Geriebe. Zweitakt haben wir auch. Hast du ein gutes von hier Harry bekommen? Ja, ich will ja nicht so ein gutes nehmen. Das ist wieder nicht benutzt. Hier, guck mal, das Spezialöl von Volkswagen, geht das nicht auch? So ein Öl wird man halt nie benutzt. Ne? Halt so ein Öl halt. Was in der letzten Ecke steht. Ja, genau. Das letzte, was irgendwie noch neu ist, aber halt so in der letzten Ecke. Nee, hier, mein Multispray nehmen wir. Das ist auch gut. Da hat nämlich wenigstens Dampf auf der Dose. Geht für alles. So. Ein bisschen was reinmachen. Diesel würde auch ganz gut gehen, glaube ich. Diesel da reinzukloppen in den Motor. Diesel, das schmeckt ja auch. Riecht schön. Ja, sind nur 600 Kubik. Wenn wir ein bisschen Leben da drin haben, dass er ein bisschen Feuchtigkeit hat. So. Und jetzt können wir mal gucken. Wie drehen wir jetzt am besten den Motor durch? Am besten irgendwie an der Riemenscheibe. Am besten, oder dass ich mir jetzt die Arbeit mache, den ganzen Scheiß zu zerlegen. Weil dafür habe ich die Zeit nämlich gerade eigentlich gar nicht. Eigentlich haben wir noch andere Projekte mit irgendwelchen Schrottautos, die wir hinten aus der Ecke ziehen müssen, auf dem Abschleppwagen laden müssen. Aber das ist immer so, dann hängst du halt dran. Und das willst du dann halt wissen, ne? Ihr müsst das mal dran, das müsste auch so gehen. Du musst hier so unterkommen. Ja! Ja, Mann! Gut. Ja, ich merke Leben im Motor. Es dreht sich! Das klingt auch gar nicht mal so scheiße. Oh, das klingt nicht schlecht. Oh, der ist nicht kaputt. Ne, kaputt ist was anderes. Ich bin dafür, für eine Batterie einbauen, ein bisschen mehr Öl in die Zylinder reinmachen und den Anlasser gleich mal drehen, wenn der Anlasser funktioniert. Das ist eine Idee. Das will ich jetzt wissen. Jetzt ist mein Wille geweckt. Hier, Techno von Action, Zweitaktöl. Perfekt für den Motor zum Wiederbeleben. Jetzt kommt noch ein bisschen Öl da drauf. Wir lassen die Zylinder jetzt einmal schön oben offen und lassen sie schön in die Luft puffen, gleich wenn wir ihn drehen, damit auch überall Öl hinkommt. Jetzt bauen wir dann mal eine Batterie ein und gucken, ob der Anlasser noch was tut. Also wie er für mich aussieht mit der Einspritzanlage und sowas, ist der auf 12 Volt umgebaut. Auch die Lichtmaschine ist eine 12 Volt Lichtmaschine. Also kannst du mal 12 Volt Batterie rein und Feuer geben, ne? Was soll's? Plus. Ist hier was qualm an der Karre? Weil er extrem Stromaufnahme hat. Der blinkt! Hier! Der blinkt! Der will einfach nur abbiegen! Was für Lungen ist an? Oh, sogar die Kontrolllämpchen funktionieren auch alle. Alter, ich glaube, der ist gar nicht mal so scheiße, der Wagen. Guck mal, da geht noch alles hier drin. Blinker ja, links. Vorne. Geht. Licht? Ja, funktioniert. Nee, okay. Rechts funktioniert nicht bei Licht. Oh. Scheibenwischer auch nicht. Ich dreh den mal. Was der überhaupt macht. Anlasser? Ja, weiß nicht, der Anlasser oder das Zündanlasser das Problem ist. Das ist ein ganz, ganz komisches Zündanlasser. Nee. Der ist schon mal heiß geworden. Ich glaube, der Anlasser ist das Problem. Der Schurk ist auch gezogen. Oh, ist der schwergängig. Das heißt, jetzt müssen wir den Anlasser wieder regenerieren. Wie reagiert man den Anlasser nach Gurkenrad? Das ist ein Hammer, den wir gerade eben noch gehabt haben. Ja. Bremse, auf dem Abschleppwagen, ne? Denke schon. Genau das erste. Ach ja. Wir haben auf, um das Tor aufzumachen, ey. Das ist ja hell da draußen. Also warm. Wir haben das Tor auch wieder zu. Erstmal wegen Licht, wegen Film. Wie die Flexscheibe. Wegen Licht und wegen Film und einmal wegen der scheiß Temperaturen draußen. Geht's ja ein. So, hier liegen. Aus? Wir wollen nachher den Schrott wegfahren. Wir haben da hinten auch die ganzen Schrottgurken stehen. Zwei Stück.
Und ich will mir einfach den Schrottplatz hinten legen, damit ich ein paar gute Autos wieder hier hinstellen kann. Weil ich muss hier mit Autohandel anfangen. Irgendwann muss ich wieder Geld verdienen. So. Das hilft. Das sind manchmal diese Schläge, die haben wir verbraucht. Und dann wieder merkt, oh, ich muss ja doch noch leben. Ja, da sind alle drauf hier. Oh, der Anlass, was heißt? Ein Kabelproblem oder so. Ja, kann viel wenn sein. Wenn er nicht dreht, dann Strom zu viel. Ja, nee, kann viel sein. Ne? Der Anlass hat dreht. Also, der müsste wohl. Der Anlass muss man packen. Aber gut, der ganze Scheiß steht schon 100 Jahre rum. Ne? Und das tut ihn halt nicht gerade gut. Aber ich will jetzt gerne wissen, ob der Anlass was tut. Aber den Aufwand, dessen Anlass zu tauschen, will ich mir jetzt auch nicht antun. Hm. Ich habe Zündung an. Kein Wunder, dass er die ganze Zeit da so nödeln ist hier. Aber die auszukriegen ist doch nicht mehr so einfach. Ein bisschen Öl ins Zündschloss rein. Ich brauche ein bisschen Öl, Flüssigkeit. Das ist alles ist noch so schwer. Und dann ein bisschen Sicherungen umdrehen und so was. Das müssen wir auch noch machen. Die Sicherungen sind auch alle kontaktlos wahrscheinlich. Guck mal, den Eichhörnchen-Treibi haben wir auch zum Laufen gebracht. Weißt du das noch? 2019. Der war noch viel schlimmer als der hier, ne? Also vom Zustand her. Stand draußen. Ja, genau. Und der stand trocken. Eigentlich musste der was tun. 10.000 Blätter gefüllt im Innenraum und deswegen. So. Deswegen. Dass der eigentlich kann das noch ganz kernig. Guck mal, da sind alle Hausschlüssel drin. Da kommen wir noch irgendwo bei den zu Hause rein. Papiere kurz abholen. Papiere ab. Ich sag dich, ruf halt gleich mal an. Das sieht aber aus. Leben ist drin. Das geht aber gar nicht mehr, oder? Doch. Ein bisschen mehr klopfen. Wer kommt? Also er macht auf jeden Fall dieses Klackgeräusch. Ja, wir müssen mal was tun. Ne? Das ist schon ein guter Anfang. Schon ein ganz, ganz guter Anfang. Anlass aber lagermäßig. Mache ich gerade, ich hole den gerade. Mal gucken, ob ich ihn rauskriege. Oh, der Magnetschalter will noch. Der ist noch gierig, aber der ganze Rest nicht mehr so. Man hört das auch so ein bisschen, dass er ein bisschen dreht immer so. Ne, ja, dreh nicht. Der würde gerne ausrücken, kriegt aber nicht hin. Aber wir können mal kurz den Motor einen kleinen Ticken weiter drehen. Ich will aber noch nicht hier einrücken. Mal schauen, wollen wir denn meine Riemenscheibe? So. Das stimmt. Das auch. Was? Das da auch. Was? Nee, das ist hier Alu-Korrosion. Bumm, tut's auf jeden Fall. Ja, ist halt ein bisschen, wie soll ich sagen, steht halt schon ein bisschen länger rum. Ne? Der hier, also mindestens 8 Jahre. Aber ich habe eine Adresse gefunden von eventuellem Vorbesitzer von dem Auto. Ja. Vielleicht kriege ich ja die Papiere darüber. Ja, aber schon nicht so weit weg. Kaufst du halt Zellerfest. Oder warum herkommt. Ich schraube mal eben die Kontakte eben noch immer erst blank und dann machen wir gleich weiter. Haben wir die Pole geputzt, das gucken wir noch mal eben, was wir machen bei den Erzbrücken. Ja. Was ist das Öl? Bäh, voll in meine Haare. Da war schon, wir haben schon mal eine Anlasserumdrehung gehabt. Oh. Da ein bisschen Wartungsspray hinterher, na gute. Das stinkt auch so herrlich. Uah, Scheiße, voll in die Haare von hinten so. Die Mutter war gerotzt, also meine Haare rein. Aber egal. Das will er wieder nicht. Klingt doch gar nicht mal so übel, oder? Guck mal, von drin auch funktioniert.
Was ist denn für eine Arbeit? Ah, der andere hat ein bisschen gelitten, ne? So ganz sahnig ist der Anlasser nicht mehr, aber... Sport rein, Zündkerzen. Ja, der Anlasser kackt immer ab. Weißt du? Dann muss er ein bisschen wieder ins Leben zurückkommen. Ein bisschen ein- und ausrücken lassen, damit er nicht mehr festgeht. Also ganz sahne ist er noch. Bisschen einlaufen. Da. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Ich würde mal sagen, das sieht doch schon mal nach dem Motor. Ne? Aber wir müssen aber aufpassen, egal was wir tun, wir haben keine Kühlung mehr dran an dem Motor. Ne? Der Kehlriemen ist ja ab. Aber er dreht schon mal sauber durch. Da müsste auch genug Gurkenöl drin sein. Wir müssen erstmal kurz gucken, der nächste Schritt ist, wir gucken, ob er einen Zündfunken hat. Aber ohne Zündfunken brauchen wir gar nicht erst hier anfangen. Wir haben diese gute alte Champion. Sieht noch aus wie neu. Die funkt wahrscheinlich auch noch wie ein Champion. Musst du eben kurz gucken, Justin, ob die funkt? Leg die mal eben hier vorne dran. Ach, wir können das selber auch gucken, fällt mir gerade einfach mal Zündung eben an. Packen wir den mal hin zum Zündfunken-Check. Hier ist, glaube ich, ein guter Ort. Hier so ein. Nee, der ist auch ein doofer Ort. Bei der Gurke haben wir eine Halterung dafür gebaut, tatsächlich schon mittlerweile. Oh, hier ist auch so, könnte man vielleicht einklemmen dann hier gegen. Ja! Heute fällt mal alles runter. Auch für eine Brille. So, so ein Kleinblatt. Wo ist die Brille jetzt hingefallen? Da ist sie hingefallen. So, zünden wir mal eben mal an und dann packen wir den mal eben nochmal den Anlasser. So. So für eine gute Verlängerung, meine spezielle Anlasserüberbrückungsverlängerung. Haben wir? Ja. Sauber. Also Funken haben wir auch. Was fehlt noch? Sprit. Was brauchst du, um nur aus dem Laufen zu kriegen? Sprit. Drei Sachen. Ja. Eins Sprit. Ja. Zehn die Zündkerzen dazu? Nein. Also Funken, Sprit und Kompression. Kompression. Aber Kompression können wir nicht messen, weil ich meinen Test aber noch in den Arsch habe. Mach nochmal die Zündung jetzt aus, dann sind die fünf Brühe heiß. Da würde ich mal sagen, dann putzen wir den ganzen Mist zusammen und dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Sprit rankriegen irgendwie. Aber wir brauchen nicht nur einen normalen Tank gehen, wir werden uns irgendwie eine separate Gurkenleitung bauen mit einem alten Kanister. Und dann ein bisschen was reinkippen. Irgendwas denke ich mir jetzt gleich aus. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Weil die Leitung ist diese komische Steilfleck-Scheiße. Original DDR und die taugen nichts. Die sind meistens immer undicht. Hat man mit dem Gurkentrecker gesehen. Damals. Ja, weißt du was noch? Wir hatten Scheiße. Jetzt brauchst du nicht wieder anfangen mit der Kacke. So einen halben Kram brauchen wir nicht machen. Auf jeden Fall haben wir den Motor schon mal ordentlich durchgeturnt. Und er ist schon mal wieder am Drehen. Jetzt können wir den Vergaser auch ausbauen und ordentlich sauer machen. Aber wir machen noch eh nichts ordentlich. Wird schon werden. Bis gleich. Das machen wir mal einen Kaltstartversuch mit Bremsenreiniger. Nicht das beste Zeug dafür, geht aber auch. Die sind ja aktuell voll sind mit Öl. Das ist ja groß, mit voll kaputt machen. Das ist alles gut geschmiert. So, Justin haut dann mal einen kleinen Sprüher da rein, wenn ich ihm das sage. Und dann gucken wir mal, ob er schon mal irgendwie schon mal einen Muff macht. Dann haben wir schon mal auf die Zündung was tut. Also richtig was tut. Hat diese Laufzeit. Warte, Schock, ein bisschen Schock. Brauchen wir eh nicht. Für den Trockner. Das wäre interessant. Voll nicht zu genießen, Alter. Mit eingebauten Gashänger. So, dann gib mal so einen kleinen Schuss. Ja. Hast du gehört? Der hat das schon mal machen wollen. Und gib mal so einen kleinen mehr. Ja. Also nicht die Zylinder, glaube ich nicht. Ich glaube, die Kurve wäre jetzt am Quietschen. Und das wäre nicht gut. Gib mir mal einen kleinen. Danach kam das Öl und hat die Zündkerzen wieder abgesoffen. Ist auch nicht gut für den Motor, wenn wir das jetzt so machen.
Also sollten wir uns da ein bisschen mehr bei ausdenken. Guck mal, ein bisschen Sprit im Tank. Vielleicht geht der Benzin ja so nicht. Ist ja doch alles dicht, wer weiß das sogar schon. Haben wir gleich Glück. Ich muss mal eben so ein bisschen 1:33 an, ein bisschen ganz grob. Tank ist ja sauber, was soll denn passieren? Aber klingt so ein bisschen so, weil ihr das Quietschen gerade gehört habt. Das könnte die Kurbelwelle gewesen sein. Und wenn die Kurbelwelle am Quietschen ist, ich hoffe, dass der Außenflieger ein bisschen an der Lager außen quietscht, weißt du, wo die Riemenscheiben sind oder sowas. Aber wenn das Quietschen mit der Kurbelwelle kommt, ist der Motor breit. Dann müssen wir einen neuen Motor haben. Oder eine neue Kurbelwelle oder halt regenerierten Motor da rein oder einen guten Gebrauch vom Schrott. Hm. Kennt man auch nicht mehr, ich weiß. Ich habe eine Kurbelwelle hier liegen. Ich kann mir die einbauen. Ja. Die DDR-Kurbelwelle habe ich noch liegen. So eine Idee. Wir fahren hier im Motor aus, die gute, die beim Fembacke gewesen ist. Ja, mal schauen. Kann nur spannend werden. Ich glaube, ich habe noch so ein Viertel Liter Sprit hier umliegen. Oh, das sind 4 Liter, schätze ich. Dann geben wir ein bisschen. 4 Liter sind 100 Milliliter Öl, glaube ich. Ne? Keine Ahnung. Ich brauche da ein bisschen mehr drauf. Da kommt auch nichts drauf an. Damit du ein bisschen einschmieren kann. Ja, ja, das wird Öl nicht sparsam sein. Ne? Super 2T, das nehmen wir. Super 2T. Klingt wie Superman. Super 2 Turbo. Ja, Mann. Super 2 Turbo. Gehen wir so mal ein bisschen. Das ist sicherlich 1:20 oder so was. Ein kleines Gimmi. Das ist jetzt das gute Einfahrgemisch, wo der jetzt richtig stinken wird. Wenn er laufen wird, wird er richtig stinken. Richtig stinken. Aber es ist nicht schlecht. Das ist so synthetisches Zeug. Semisynthetisch. Was heißt denn semisynthetisch? Ist synthetisch aber irgendwie auch nicht, oder was? Wer gerne synthetisch? So, muss ich mal eben Spezialmixen durch. Und dann machen wir einen ganz kleinen Schlag darauf und dann macht man den Benziner gleich mal auf, wenn er aufgeht, ne? Aber den muss ich aufmachen, den anderen Benzin haben wir hier. Weiter unten, ne? Ja, genau. Was man irgendwie damals erzählt, beim 71er. Ja, genau, der hat nämlich auch ein bisschen nass. Der hat nämlich keine Benzinhahnverlängerung. Scheiße. Riecht das nicht ölig? Nein. Das ist Diesel. Das habe ich Dieselöl. Ab auf den. Das ist Dieselöl. Scheiße. Oh, ich bin noch ein Idiot. Cut! Da bin ich mir sicher, mal einen richtigen Kanister gehabt zu haben und meinen Diesel mit Zweitanöl versaut habe. Jetzt habe ich den öligsten Diesel von allen. Das ist wahrscheinlich der Gurkenträger Spezialdiesel. Der frisst alles weg. Machen wir das gleiche nochmal mit den 2 Liter Benzin, die ich hier drin habe. Gut, ne? Richtig Gurke. Ich hätte reinköppen können. Junge. Oh, scheiße, gekleckert habe ich auch nicht. Hm. Oh, einen guten Schluck. Da kommt ja eigentlich ordentlich Hitze raus irgendwie. Hm? Da kann man auch nicht so hitzewellenmäßig raus. Hitzewellenmäßig? Also wenn irgendwo was warm ist, also, da sieht das so komisch aus. Ja, Benzindämpfe, ne? Benzin ist ja halt gasförmig. Hm. Das ist ja der Witz, wie hast du einen Vergaser? Ein Vergaser macht ja einfach nur aus Benzin Gas. Beziehungsweise ein Gas-Luft-Gemisch. Und dieses Gas-Luft-Gemisch, das brennt dann. Aber ich weiß nicht, was ich mit diesem Diesel jetzt machen soll. Den hauen wir auf den Trecker drauf, glaube ich. Dann wird der Ast damit laufen. Wenn das überhaupt Diesel war. Wer weiß das schon nicht. Warum war das auch noch Öl? Anderes Öl? Ich habe auch so Kanister mit so ganz. Aber das haue ich jetzt hier komplett drauf. Erstmal testen. Jetzt geben wir mal so einen kleinen Schluck. Klein. Oh. Warum pistelt das überall? Ich darf nicht weitermachen. Der hat mir keinen. Wird das nicht weitergemacht? Guck mal da runter. Was fehlt? Ein Zug für Benzin haben? Nein. Der Wassersack fehlt unten am Benzin. Siehst du das? Hier ist eigentlich so ein Deckel drauf, der fehlt. Achso, stimmt. Wenn ich jetzt auftriebe, ist einfach so runterlaufen. Haben wir noch einen Benzinhahn liegen? Auf dem Kopf jetzt nicht. Aber wir gucken mal eben kurz draußen bei unserem Schlachter. Ich sehe ihn. Da hinten ist er. Hier ist mein Universalschlachter. Das ist vorne der Deko-Trabi, der vorne an der Straße steht. Der schon wieder nach neuen Lack schreit. Aber kriegt einen Nachtträger jetzt demnächst. Ich habe nur die Motorhaube zugekabelt, bindert. Deswegen komme ich nicht so mega geil daran. Aber ich habe hier hinten noch irgendwo einen Benzinhahn dran. Ich hab ihn. Ist irgendwo Sprit drin? Ich glaube nicht. Ups, Oh, der ist doch neuwertig. Der ist doch perfekt für unser Vorhaben. Ein bisschen durchpusten. Der wird 100%ig undicht sein. Also lassen wir mal diesen Viertelliter drauf lieber. Oh, das geht. So, einmal ihn sauer machen und dann geht's los. So, den Wassersack mal getauscht. Kann ich hier wenigstens einen Pegel sehen. Aber wenn ich jetzt den Benzin hin aufmache, müsste eigentlich was laufen. Wenn was läuft, dann läuft das jetzt.
Sieht so relativ neu aus, der Benzinhahn, wo du da reinguckst. Komplett nach rot, nichts verschmollert, gar nichts. Der Tank ist wirklich wie neu. Der Tank ist schon mal sein Geld wert, ne? Auch wegen dieser komischen Ausführung mit dem Loch links, was die alten hatten. So, guck mal vorne aufs Tropf. Ich muss mal hier links aufmachen, ob der Vergaser überläuft. Das ist kein Problem. Hey. Einmal. Ja, der tropft. Ja? Tropft, ja. Schlimm? Ja, ganze Zeit so wie Tropf, 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 so mäßig. So auch? Ein bisschen langsamer. Muss er jetzt aufhören, weil ich hab das. Eigentlich ist er das Reserve. Der tropft jetzt die ganze Zeit noch. Ah, soll mal aufhören mit Tropfen. Tropfen ist scheiße. Da wollen wir nicht. Das ist dieselbe, immer dieselbe Scheiße. Deswegen gibt's die Dinger auch nachgefertigt aus Alu. Bei Trabantfeld und so fertigen die nach. Haben die eigentlich ganz geil ausgedacht. So, hier ist mein Auffangbehälter. So, dann müssen eigentlich. Darf man nicht tropfen? Muss eigentlich in den Vergaser laufen. Und gucken, ob der tropft. Der tropft bisher noch nicht. Also entweder kommt da kein Sprit an oder er tropft einfach nicht. Ich lasse mal noch zu starten. Guck, was passiert. Gucken, was passiert. Weil das ist eine Gurkenstartmethode, die ihr habt. Was? Keine Ahnung. Aber das war schon mal nichts. War euch gar nichts. Tropft er noch? Ja. Sag mal, aufhören damit. Ich mag keinen Tropfen. Vergaser sehe ich auch einen Tropfen. Der tropft ja auf den Gurt, glaube ich, sonst leicht. Ist schon mal, gar nicht mal so schlecht. Da ist er wenigstens Sprit angekommen. Die Leitung scheint dicht zu sein, diese Gurkenleitung aus Steilflex. Das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Aber wir haben schon mal einen drehenden Motor, aber wir haben noch keinen Start, kein Startverhalten, weil der Schok ist alles fest. Ich kann den Schok nicht kontrollieren bei dem Auto, das heißt, ich kann ihn nur auf Vollschok, wie er jetzt gerade steht, starten. Und wahrscheinlich wirkt er sich immer selber ab. Das heißt, es kann jetzt auch problematisch werden, das Ding zu starten. Mal gucken. Aber wir probieren natürlich noch weiter, wir geben mal nicht auf. Ich packe da mal ein bisschen Starthilfe dran. Und dann orgeln wir noch ein bisschen, weil je mehr Öl und Benzingemisch sich darin verteilt, desto besser ist er für den Motor. So oder so. Ne? Und wenn er kaputt ist, ist er halt kaputt. Dann machen wir die Arschfall. Brauchen wir halt neu. Da haben wir noch ein paar Ampere mehr dran. So. Kleine Starter, wenn wir da nicht. Der tropft aber noch. Ja, nicht aufgehört zu tropfen. So, ich drehe jetzt mal auf Reserve den Benzin an. Und dann gucke ich nochmal. Ich habe jetzt mal ein paar Ampere mehr dran gemacht. Ist scheißegal. 12 Volt sind 12 Volt. Auch wenn die 1150 Amperestunden hat die Batterie. Aber ist ja egal. Ich muss jetzt drehen wie neu. Wie gestern vom Werk gerollt. Wir wollen kurz gucken. Das ist eigentlich Reserve. Rechnet dazu sein. Gerade ist Reserve. Der ist schön leichtgängig, der Hahn. Hast du kurz die Lampe geschossen? Ich muss kurz gucken, ob da auf hier oben draufsteht. Der ist ja ein bisschen anders wie der von Simson und so. Z ist da, Reserve ist da, A ist da. Machen wir so ein Ding zwischen Auf und Reserve. Mal gucken, was dann passiert. So. Ja. Der Anlasser macht sich langsam. Das kann ich auch schon machen. Auf jeden Fall einen guten Anlasser. Aber es ist noch nicht so die Wonne, ne? Noch nicht so wie es sein sollte. Haben wir nochmal unser Wunderspray. Das liegt da vorne, glaube ich. Ja. Gib mal ein bisschen Wunderspray. Damit Sachen. Weil ich die Kerzen sind zu geschmollert.
hintereinander. Ich schau mal, da rufst du Kerzen raus. Das hört sich auch so anders an. Ja, viel gieriger, ne? Gut, die Batterie war auch mittelscheiße, ne? Das hat mir viel mehr Connection auf der ganzen Kiste drauf. Aber ich mache nochmal die Kerzen raus. Ich mache die nochmal eben sauber, weil die 100% von unserer Ölinjektion zugeölt sind. Das hört sich auch so an, als hätten die gar keine Zündung mäßig. Nur vielleicht ganz kurz, aber dann... Ja, genau, dann kann man das Öl, hat die ja wieder abgewödelt, ne? Das denke ich auch, irgendwas in der Art wird sein. Wenn du vorher die ganzen Motorräume mit Öl flugst und dann meintest du, dass die Zündkerzen sauber bleiben, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir jetzt gerade jetzt den ultimativen Öl-Overgau da drin haben. Schauen wir mal, wie sie aussehen. Wie ist der hier? Zugeölt. Riecht auch nicht nach Benzin. Riecht nur nach Öl. Jetzt die guten, die wir im Kofferraum gefunden haben, benutzen. Ja, wir können auch wieder aus dem Lager nehmen, aber die sind nicht kaputt. Warum sollen die denn kaputt sein? Zugeölt, ne? Isolator Spezial. Halt, das meiste davon. Ich kann meine Bremsen habe ich da hingestellt. Ich finde mal eben Bremsen noch reinigen. Das ist ja alles so im Weg steht, das ist... So, bauen wir den Scheiß da wieder ein. Machen wir die andere Kerze mal eben raus. Aber er klingt nicht mehr so ungesund wie vorher, ne? Vom Drehen her. Vorher hat er halt weniger. Die ist Peach, wie so gehört, dann kann man gleich vom Anlasser. Ich glaube, dass der Anlasser so ein bisschen. Dass der Anlasser so ein bisschen, wie soll ich sagen, zugegurkt war, festgerostet war, wie alles andere an diesem Motor. So ein bisschen Feuchtigkeit, wenn du so ein Ding so einen Raum reinstellst, ein bisschen Feuchtigkeit und die da immer so ein bisschen unter dem Motor kursiert. Was sind die originellsten Sachen? Unter anderem Kontaktfehler, habt ihr ja gesehen, das ist mein Anlasser gerade eben. Ich mache die Anlasserkabel alle sauber, was passiert, das Ding dreht wieder. Ne? Ist meistens so. Und meistens ist es also aus den besten Motoren. Also ich habe schon mit solchen Motoren schon viel Scheiße gebaut. Und ich bin froh, dass er einen 26 PS Motor hat. Ohne Schmierfilz, sondern den neuen Motor drin hat, nicht den alten drin hat. Das hilft uns auch ungemein was weiter. Ungemein. Weil die alten Motoren, die hätten wir auf jeden Fall zerlegen müssen. Was ich auch gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin, wo ich ihn gekauft habe oder wo ich ihn kaufen wollte, und also, ne, habe ich gesagt, stelle ich nur ins Museum, mache nichts damit, weil da viel Arbeit dran ist. Aber wenn da 601 Motor drin ist, der ein bisschen einfacher funktioniert, dann hat man den vielleicht sogar mal auf der Straße. Und der Motor jetzt gut läuft, wie die Bremsen zum Bremsen kriegen, alle Lampen zum Leuchten, alle Rostlöcher geflickt, die das Ding hat, haben wir doch schon TÜV. Dann ist doch nur ein Trabi. Trabi-TÜV ist nicht das Problem. Das hat man relativ schnell geschafft. So, ich drehe ihn nochmal. Ein bisschen Starthilfe, Liebe. Ich gebe mir nochmal so einen kleinen Ball. Es braucht nicht noch Bremsen rein, die da drin. Ich will einen Muff haben, einen kleinen. Wir haben das Sünde verstellt, wer weiß das schon. Wir haben die vorher schon probiert, das ins Laufen zu bringen, haben es nicht geschafft. Ich kann da auch sein. Nee, das kam wohl weiter hinten. Weiter hinten? Das ist ein Auspuff. Punkt. Kann ja auch, dass der Zündzeitpunkt nicht passt, dass wir den verstellt hatten, ne? Wir haben den ja umgerüstet auf die neue Zündung und haben das versaut. Kann auch sein. Wir wissen halt wirklich nur, was mit dem Auto ist, ne? Gar nichts. Also auf jeden Fall müssen wir Fehlersuche machen. Aber der Motor dreht super jetzt. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, der ist gar nicht mal so ein Arsch. Ich glaube, da kann man eh noch was draus machen aus dem Ding hier. Also mehr als ursprünglich gedacht, tatsächlich. Okay, das ist ja schlimmer. Aber Vergaser zieht das noch alle fest. Alles ein bisschen einschmieren so. Ja, da kommt mir der Zug rein. Den habe ich noch liegen. Ich würde ihn jetzt dann gerne mal auf A drehen, die ganze Geschichte. Noch hier mal schnell, ob überhaupt Benzin ankommt. Aber jetzt leider sind wir geschraubt. Komm, Benzin an der Tropft. Ja, das kann er ganz gut, aber das Problem ist, wir müssen ja gucken, aber unten am Vergaser was ankommt, ne? Kann ja sein, dass sie zugeflockt ist, die Leitung, von der ganzen Standzeit. Kann auch gut sein, hast du Bremsalon ganz oft mal so, dass sie zugehen. Wie gesagt, kann viel sein, dass der jetzt nicht anspringt, aber ich denke mal, das wird nichts Großes sein. Wenn er jetzt mal hinten so ein paar Fritten aus dem Kofferraum rausmacht, schätze ich, dass die Zündung falsch eingestellt ist. Und einfach diese EZBA, oder wie heißt die, nicht funktioniert. Können wir noch ein bisschen mal gucken. Ja, aber jetzt müssen sie einen Muff machen, da bin ich ein bisschen beruhigt, dann weiß ich, dass ich nur noch ein bisschen.
muss aber in den Luftfilter reinführen, ne? Ja. Die Öffnung. Ich will mal irgendwo gucken, wenn jetzt Vollgas gibt, was da kommt. Spiel mal. Ja. Ich muss durchgehen, dann muss ich mehr da rein. Okay. Fehlgeschlagen. Wir machen jetzt nicht weiter. Wir werden jetzt Ölzylinder reinmachen, dass sie noch ein bisschen durchsacken können und sich schon einleben können. Und dann müssen wir mit ein bisschen mehr Zeit und mit ein bisschen Ruhe dabei gehen. Und ganz viel Liebe haben wir noch im Laufen. Also mechanisch scheint er in Ordnung zu sein, der Motor. Ne? Wie gesagt, ich mache ein bisschen Zweitleitöl, kommt das da rein, drehen nochmal dreimal damit durch. Dann kann das ein bisschen einwirken die nächste Zeit, ein bisschen absacken auf die Kuppelwelle. Und dann machen wir nächste Woche oder was, wenn wir ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Luft haben, dazu den Plan so voll haben, machen wir weiter. Und dann denke ich mal, dass der laufen wird. Schätze ich mal. Ne, weil, was wir jetzt gerade machen, ist pure Motormisshandlung. Das macht doch nicht Ewigkeit mit. Mit Bremsenreiniger, Fluten und keine Ahnung was. Da müssen wir den Vergaser einmal zerlegen, sauber machen, eben ordentlich. Ladungen durchgucken, gucken, ob Benzin ankommt, den Benzinhahn abdichten und danach läuft der auch. Als andere macht keinen Sinn. Wenn wir jetzt so machen, dann haben wir vielleicht einmal einen Muff, freuen uns darüber oder läuft er trotzdem nicht. Ne? Mach mal lieber richtig als falsch. Sehe ich so. Deswegen mache ich jetzt mal Notbremse. Ölende Zylinder, gut ist das. Jetzt Bescheid. Oh, so würde ich aber auch nicht funken, ne? Seht ihr, ich meine, ich mache ölende Zylinder. Lass mir das alles ganz gemütlich absacken. Ich glaube, das ist echt der bessere Weg. Aber wenn ich jetzt auf Krampf abmachen will, mache ich es eh noch kaputt. Und ich will sie kaputt machen. Nicht ganz, so ein bisschen. So, ein paar News habe ich jetzt eigentlich noch. Erstmal habe ich den Zylinder mit Öl aufgefüllt. Also nicht ganz, so halb voll. Kerzen leicht reingedreht. Ne, das kann er schön absacken. Durch den Kolben bringen, durch und schön auf die Kohlwelle laufen. Damit da schön so ein bisschen Leben wieder reinkommt. Ne, dann werden wir beim nächsten Mal, wenn wir wieder quälen mit Stahl versuchen, dass er dann vielleicht anspringt. So, pass mal auf, ich habe ein bisschen hier recherchiert im Internet. Das Internet ist ja ganz, ganz groß. Man kennt ihn, dieses unbekannte Internet. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich die Vorsitzerin von dem Auto, also die vermutete Vorsitzerin von dem Auto, die auf dieser Rechnung drauus steht, herausgefunden. Die hat einen Café und die gibt es wirklich und die hat das Café immer noch. Aber leider wegen Lockdown geschlossen, heißt die Telefonnummer von der ist geblockt, die kann ich nicht privat anrufen. Jetzt habe ich dann mal eine E-Mail geschickt mit meinen ganzen Daten, habe gesagt, das Ding steht hier in so einem Nordsee, in so einem Museum und ob sie nicht immer über das Fahrzeug weiß. Hoffnung, die natürlich habe, ist vielleicht, dass die Papiere für den Wagen noch hat, dass wir die Papiere für den Wagen kriegen. Weil dann ist das natürlich alles ein bisschen einfacher. Das ist wieder Verlusterklärung und da hinterher rennen, hier hinterher rennen. Geht auch, aber ist fummelig. Ne? 21er Vollabnahmen am Ende noch und sowas. Wäre nicht so geil. Wäre schön, wenn es so funktionieren würde. Naja gut, jetzt sind wir das Ding ins Museum stellen, in die hinterste Ecke, wo die Ape vorher stand. Und da wird der Wagen erstmal jetzt ein paar Wochen stehen und dann werden wir uns irgendwann, wenn wir mal Zeit haben und der Gurkenzeitplan das wieder so ein bisschen hier zulässt, werden wir uns mit dem Wagen beschäftigen und den wieder zum Laufen kriegen. Und je nachdem, wie die Zeit auch da ist, Bremsen gängig machen. Aber ich will euch nicht mit zu viel Trabant-Content zuhauen, weil ich noch einige andere Baustellen habe. Ne, auch TÜV-Baustellen und sowas und sind viel interessanter. Wie gesagt, ich brauche ein bisschen Abwechslung. Ne, die mache ich jetzt noch fertig, den 71er. Der wartet immer noch auf Fertigstellung. Warum? Weil ich einfach nicht hier war die letzten Tage. Wann soll ich das machen? Auf jeden Fall, cooles Ding. Cool fürs Museum. Und ich habe mal den blauen, also je nachdem, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es sehen wollt. Werde ich wahrscheinlich selber eben restaurieren und wieder in Stand setzen. Weil ich alleine ohne Kamera auf den Tag arbeite, ist das blaue Ding fertig. Der blaue Trabi Farborei und dann ist das Ding geil. In schick. Ne? Gut. Ja. Schreib mal rein, was haltet ihr für den Ding? Auf jeden Fall haben wir den Motor ganz schön gerammelt so am Anfang. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir den nur besser gemacht haben und nicht schlechter. Aber ich bin guter Dinge, dass wir vielleicht wieder einen Trabi rauskriegen, der vielleicht wieder fährt. Ne? Wäre ja schön, weil er den guten 6x1 Motor drin hat. Und er dreht jetzt schön. Warte, hat nochmal ein bisschen Wackeln an der Zylinder. Mal gucken, wo habe ich ihn denn? Da. Das kannst du richtig schön bei der Hand durchdrehen.
Kannst du vorher nicht. Kannst du schön, ich konnte gerade gar nicht drehen. Scheiße, ist er jetzt wieder fest oder was? Ich will einfach drehen. Ich will noch einmal drehen, bevor ich wieder beende. Ich muss einfach mit der Hand richtig schön daran drehen. Oh, wo ist er denn? Da ist er. Da ist die Riemenscheibe. Oh doch, alles gut. Drehschieber, hört man? Das klingt so wie mein Gurkenmotor. Ach, weil da Öl in der Zylinder ist. Klar, deswegen kann ich ja nicht einfach drehen. Ist ja logisch, weil Ölstau drin. Klingt ja nicht mal so übel. Ich glaube, dass der Zukunft hat. Und rostmäßig auch. Guck mal, wenn du hier so guckst, so, nicht mal der Scheibenwerferring ist durchgerostet. Meistens, wenn ich aus dem Graben gezogen habe, irgendwo von dem ist hier weggerostet. Meine Verhältnisse ist das auch gut. Und schön Ostereiergrill aus Duroplast. Gut, bis zum nächsten Mal. Munter! Thank you.